vereinbarst du denn deinen Beruf als Schauspielerin mit dem Mama-Sein? Du bist ja auch öfter wahrscheinlich auch unterwegs. Wie kannst du das kombinieren? Ich versuche, diese beiden Leben zu vereinbaren, indem ich sehr ausgewählt entscheide, was ich arbeite, was ich drehe, wie viel ich weg bin und wo ich drehe. Und schon eher versuche, in Berlin zu bleiben oder zumindest in Deutschland. Und bevor meine Tochter in der Schule war, war das relativ leicht, weil die konntest du überall hin mitnehmen. Aber mit einem schulpflichtigen Kind ist das halt was anderes. Ne? Und wir haben eine großartige Kinderfrau, ohne die ich nicht arbeiten könnte, weil es einfach gar nicht gehen würde. Das ist natürlich ein Privileg, das muss man dazu sagen. Wenn du nur von Kita-Zeiten und von Babysittern abhängig bist, sieht das nochmal ganz anders aus. Das ist mir aber absolut bewusst. Wie bist du unterwegs mit deinen Kindern? Hast du sie, dein jüngstes Kind jetzt zum Beispiel im Kinderwagen oder Babytrage? Ich benutze die Ergo-Babytrage das erste Mal bei meiner Tochter. Also bei den Großen habe ich nicht getragen, sondern nur Kinderwagen benutzt. Und ich finde es unheimlich schön, sie so nah bei mir zu haben, dass du zwei Hände frei hast. Ist auch eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und dass du halt so genau mitkriegst, wie es ihnen geht. Weil es ist ja auch noch nicht so lange so, dass Kinderwagen zu einem gewandt sein können. Und ich finde einfach super, dass ich sie so nah bei mir habe und dass ich beide Hände frei habe. Wann nutzt du sie? Beim Rausgehen. Zu Hause am Anfang, als sie ganz klein war, wenn sie unruhig war. Aber jetzt eigentlich, wenn wir spazieren gehen. Und vor allen Dingen halt auch gerne, wenn man nicht in der Stadt spazieren geht, sondern ich bin ja Österreicherin, ich komme ja eigentlich richtig vom Land. Und da ist es natürlich super. Du kannst wandern und hast das Baby auf dem Bauch und das Baby freut sich. Und sie ist sehr gerne draußen. Insofern haben wir sie jeden Tag in den Händen. Würdest du anderen Moms das auch empfehlen, lieber eine Trage als einen Kinderwagen zu verwenden? Oder? Ich finde, dass das jede Mutter für sich selber rausfinden muss. Man sollte sich nur trauen, die Trage auszuprobieren, weil es einem wirklich ein gutes Gefühl gibt. Ich glaube, viele schrecken da am Anfang eher vor zurück. Und wenn man es dann einmal erfolgreich ausprobiert hat, dann ist man auch überzeugt davon, weil das ist einfach, die Argumente sind einfach wirklich stimmig. Es fühlt sich einfach besser an, als das Kind zu schieben. Also mir geht's so. Aber Ratschläge anderen Müttern zu geben, das höre ich, das mache ich grundsätzlich nicht, weil das mag man selber auch nicht. Hast du denn Tipps für junge Eltern in puncto Flexibilität, wie sie auch einen coolen Lifestyle weiterleben können mit Kindern? Also ich finde den Lifestyle bei der Kindererziehung das sekundärere Problem. Also ich hatte bevor meine Tochter geboren wurde, so Sorge, dass das Leben sozusagen ohne mich stattfindet und dass ich mein Leben nicht so weiterleben kann, wie ich das vorher hatte. Und es hat sich aber herausgestellt, dass es viel schöner ist, wenn sozusagen das Baby oder das Kind oder die Kinder sich in dein Leben integrieren und nicht du dein Leben aufgibst für das Baby. Und ich mache das ganz oft, dass ich mit der Ergo-Babytrage rausgehe und sie einfach bei mir auf dem Bauch habe oder ins Restaurant gehe und sie ist dabei. Das heißt überhaupt nicht, dass dein Leben zu Ende ist. Im Gegenteil. Und mit zwei freien Händen macht es natürlich mehr Spaß.